Guten Tag, guten Tag und willkommen zurück in Las Venturas. Ich habe mich ein wenig, ja, ich habe es noch in der Hand, mit Dildo und mit Millie vertrieben, mir die Zeit vertrieben. Also Millie ist die Croupière, mit der wir lustige Spielchen angefangen haben. Und ich glaube, sie sollte jetzt soweit sein. Also mit ihr ist es halt wirklich sehr unkompliziert. Man muss nur im SM-Anzug zu ihr hinmarschieren. Und dann gehen die perversen Spielchen wieder im Haus los. Also nichts mit Ausführen oder irgendwas anderes. Und nach, ich glaube, 3 Besuchen schon, ist das Ganze dann auch schon wieder vorbei. Also man ist noch nicht relativ weit in der Beziehungsleiste bei ihr, aber das reicht dann schon, dass sie mit dabei ist. Sie ist sehr begeisterungsfähig, wie es scheint. Gehen wir doch mal raus und schauen mal, wir müssen einen Anruf kriegen. Ja, so sieht es aus. Millie, what's up? Hey Carl, just called to say that last night was terrific. Likewise, baby, likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody, not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby, for sure. I'm gonna do you right. Okay, you got it. Ich sag ja, sie ist sehr begeisterungsfähig. Ah, der Dildo-Mörder ist wieder da. Ja, lauft nur, Bitches. Ich krieg euch alle. So, Entschuldigung. Es ging mal wieder mit mir durch. Lasst mir mal ein Auto da hier. Halt. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal bei Millie vorbei und sacken uns die Keycard und den Sicherheitscode ein. Und ansonsten haben wir hier ganz in der Nähe auch direkt noch einen anderen Auftrag. Den würde ich mir aber erstmal aufsparen, würde ich sagen. Wir fahren jetzt direkt dran vorbei. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die ganze Casino-Geschichte fertig und dann schauen wir uns das hier an. Wow, die Kiste driftet aber ganz schön, Mensch. So. Da sind wir auch schon. Das Haus ist halt wirklich sehr nah gelegen an Millies Hütte. Meine Güte. Gut, dass der nicht übersteuert. Ach. Okay. Ach, zwar der Slamman, ne? Ja, ja. Der Slamman hat sehr interessantes Motorgeräusch. Gut, dann schauen wir doch einfach mal drinnen nach. Wir können ja gleich nochmal mit ihr uns irgendwie die Zeit vertreiben vielleicht. Wobei, wir haben den SM-Anzug nicht an. Meine Fresse, dieser Ort. Das ist unfassbar. Wie lebt die Frau hier drin? Ich meine, du hast eine Sexschaukel, du hast Peitschen. Du hast immerhin ein Bett. Oh, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Mit sehr vielen Möglichkeiten, jemanden dran zu fesseln an dem Bett. Und natürlich Fackeln, was man halt so in der Wohnung hat. Fackeln. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Sieht eigentlich aus wie so ein typischer Folterkeller. Und da ist die Karte, die wollten wir. Du hast die Keycard vor den Casino-Coup für den Casino-Coup beschafft. Damit sind wir in der Hinsicht gut ausgestattet. Und können da im Prinzip auch dann loslegen. Und die können wir jetzt auch mal ausführen. Hi, Wahnsinn. Hey, Lady. Hallo, Lady. Come on, let's cruise around for a while. Hey, na klar. I'm just there for fun. Steig ein, Baby. Oh, ihr gefällt ihre eigene Gegend. Das ist aber schön. So, dann fahren wir da einfach mal ein bisschen mit ihr durch die Kante. Ich meine, dafür, dass sie uns die Karte gibt, können wir ja auch mal nett sein und uns mit ihr beschäftigen. Also auch auf andere Art und Weise als mit dem Dildo. So nett kann man ja mal sein. Wow, nicht mich rammen hier. Ich habe eine Frau an Bord, die mir das übel nehmen würde. Interessante Gegend. You're driving way too fast. Really? Ach, komm schon, ich fahre ganz langsam. It's the quality of the rubber that makes a good mask. Yeah, this is really interesting. Echt jetzt? Why are we crawling around like this? Ah, komm schon. Carl, please lose a little speed, baby. Du kannst dich auch nicht entscheiden, oder? Manchmal ist es dir zu schnell, dann wieder zu langsam. Aber wir haben es ja gleich. So, das sind immer die spannendsten Missionen mit den Freundinnen, wenn man sie einfach bloß durch die Gegend fahren muss. Keep talking. Baby, you showed me a good time. So, wunderbar. Dann vergnügen wir uns doch noch mal kurz mit ihr und dann können wir auch weitermachen mit irgendeiner Mission. I'll be thinking about you, CJ.
I'll see you around, girl. What the fuck? Wir haben uns schon mehrfach mit dir vertrieben, die Zeit da in der Hütte. Na gut, ist mir egal. Also ihr seht, die Fortschrittsleiste mit Millie ist nicht allzu hoch gesetzt. Das geht trotzdem. Die muss nicht voller sein. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal bei Caligulas vorbei. Ich habe ja gesagt, die Mission hier oben, die möchte ich gerne erst machen, wenn wir mit der ganzen Casino-Geschichte durch sind. Deswegen machen wir zu Caligulas hin und ich glaube, wenn wir das dann abgeschlossen haben, dann kann es an den Casino-Coup endlich rangehen. Wir haben ja hier glücklicherweise auch direkt nebenan was zum Speichern. Ich muss bloß durch den Busch durchkommen. Ach, ich kann ja durchfahren, das muss mir doch jemand sagen. Dieses interessante Hotel, das aussieht wie ein großes Zirkuszelt. So, gehen wir nochmal fix speichern. In unserer wunderschönen Suite. So. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt keine bestimmte Zeit erfüllen, denn ist ja jetzt gerade ein bisschen spät. Aber wird schon passen. Das ist eine Sackgasse. Wer baut denn sowas? Wer baut denn sowas? Gut, also wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben mit Ken? Ich glaube, wir hatten zuletzt... Oh, sowas. Ich glaube, wir hatten zuletzt da im Schlachthaus ein bisschen ein kleines Blutbad angerichtet, oder? Und dann hat er uns noch berichtet, Salvatore Leone ist da. Gut, dann werden wir uns mit dem mal die Zeit vertreiben wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal. Ey, was? Geht's noch? Wir gehen einfach mal rein. Ich hoffe einfach mal, die Bullen kommen uns nicht hinterher hier. Und stürzen uns wieder in neue Mafia-Abenteuer. Auf geht's. Free fall. Chop fucking buzz this. I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me. I'm a straight killer. Oh, but one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But, maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Ja, begib dich zum Flughafen. Nur noch so eine kurze Anmerkung. Die Dame, die Maria und Salvatore Leone sehen wir im dritten Teil von GTA wieder, den ich ja danach spielen möchte. Und die haben dann immer noch eine Geschichte miteinander am Laufen. Oh, und auch der Joey, der hier gerade erwähnt wurde, der kam hier bisher noch gar nicht vor, denn CJ ist ja aus Liberty City gekommen, das heißt, das muss Vorgeschichte von ihm gewesen sein, die wir nicht erlebt haben. Aber Joey werden wir auch in GTA 3 kennenlernen. Ja, und nun werden wir uns wohl offenbar als Killer für die Mafia betätigen. Und CJ wird mal wieder seltsame Wege wählen, seine Mission zu erfüllen. Also, ich weiß nicht, CJ ist immer sehr kreativ, aber nicht unbedingt immer logisch bei der Wahl seiner Missionserfüllungswege. Schauen wir doch mal. Wir könnten ja auch hier theoretisch warten, bis die gelandet sind, aber nein. Die Maschine mit den Killern soll bald landen. Fang das Flugzeug ab, bevor es in Las Venturas ankommt. Ist doch logisch. So, dann wollen wir mal.
Ups. Es ist schön, dass der Flughafen so nah ist, denn ich glaube, die Aufträge für Salvatore, die sind alle irgendwie damit verbunden, dass wir durch die Gegend fliegen. Also, ich kann mich bloß an zwei erinnern, zugegebenermaßen. Aber die beiden sind auf jeden Fall mit Fliegen verbunden. Tja, und nun ist die Frage, wie genau sollen wir, wenn wir in dieser Schrottmöhre fliegen, eine Killerbande ausschalten, bevor sie landet in Las Venturas? Das gilt es nun herauszufinden, aber CJ hat da schon einen Plan. CJ weiß genau, was er tut. Ich muss ja sagen, ich würde es nicht so machen. Aber schauen wir doch einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt hin müssen. Es geht sehr weit nach Norden, aber ich weiß nicht, wie weit. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Wo sind wir denn? Achso, das wird schon gar nicht mehr angezeigt. Das ist natürlich großartig, okay. Dann hat sich das erledigt. Fliegen wir doch einfach, bis wir am Ziel ankommen. Ich meine, verirren kann man sich nicht großartig. Ja, ich find's nett, dass hier so eine Connection zu Liberty City hergestellt wird. Denn GTA 3 war ja zu dem Zeitpunkt schon lange, lange Zeit draußen, aber geschichtlich, chronologisch gesehen, spielt es natürlich nach San Andreas erst. Und dementsprechend konnte man da so kleine Hints immer mal so reinbauen, die eben eine Verbindung zu GTA 3 herstellen. Finde ich ganz nett. Oh, sieh mal! Bring deine Maschine hinter das Flugzeug und flieg in die Markierung. Yay! Das klingt doch ganz wunderbar, oder? So, dann wollen wir mal schauen. Genug Abstand haben wir ja, dass wir das noch hinkriegen sollten, bevor sie wieder landen. Und nun ist die Frage, was hat CJ vor? Was könnte er tun, wenn er nun über das andere Flugzeug fliegen möchte? Ich weiß es nicht. Aber es ist keine gute Idee eigentlich. Bei CJ klappt das natürlich, aber ich würde es niemandem empfehlen, so zu agieren. Kommen wir auch mal näher? Ja, langsam, mühselig. Dann sind wir ja schon fast wieder über dem Land, wenn wir hier ankommen. So, na dann. Heißt es, pack die Knarre aus und kümmere dich um das Killerquartett. Was? Die Maschine der Killer hat Las Venturas erreicht. Ja, natürlich. Gut, das war jetzt etwas seltsam. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich wieder unterwegs bin mit dem Flugzeug. Das war ein sehr schneller Fail, muss ich sagen. Und theoretischerweise wäre auch noch genug Zeit gewesen. Aber hey, was soll's. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder und diesmal habe ich die Wendung gleich so zeitig gemacht, dass wir wirklich direkt dahinter sind. Also erneut stellt sich die Frage, was will CJ hier eigentlich anfangen? Und diesmal werden wir es auch sehen, bevor die Maschine in Las Venturas landet. Insofern mein Flugzeug aufhört rumzuspacken. So, jetzt. Gute Idee. CJ springt einfach zur anderen Maschine. Ich zweifle daran, dass das funktionieren würde. Aber hey, bewege dich nach links oder rechts, um in Deckung zu gehen. So, kümmern wir uns mal um die Buben. Na? Kein Problem, komm, die holen wir uns. So, die hätten wir. Das war's schon mal für das Killer-Kommando. Bleibt noch einer. War ein toller Kampf. Hast du gut gemacht. Ja, damit haben wir die Bande erledigt, bevor sie uns hier irgendwie blöd kommen kann. Und können mit dem soeben gekaperten Flugzeug zum Flughafen von Las Venturas fliegen. Ganz gediegen. Ist, wie gesagt, eine etwas seltsame Methode, sich um die Killer zu kümmern. Ich hätte mich einfach auf den Flughafen gestellt, gewartet, bis sie gelandet wären. Und hätte sie dann ausgeschaltet. Da kannst du ja dann auch wirklich irgendeinen Explosivgegenstand nehmen. Ich meine, man sieht ja, wo das Flugzeug hinrollt. Und wenn sie dann aussteigen, schmeißt du das Ding halt rein. Fertig ist der Lack. Aber hey, no offense. CJ weiß, was er tut.
Auch wenn man manchmal denkt, was zur Hölle, was machst du da? Aber hey, er hat's überlebt, er hat die Leute ausgeschaltet und ist doch viel cooler, einfach mal durch die Luft zu fliegen und das Flugzeug im Flug zu kapern, als es anders zu machen. Übrigens, wo ich gerade das Baseballfeld hier unten sehe, habt ihr gehört, die Chicago Cubs haben nach 108 Jahren Durststrecke mal wieder erst gewonnen. Ich interessiere mich nicht für Baseball, aber ich finde es erstaunlich, dass man nach 108 Jahren Durststrecke mal wieder was gewinnt. Das hat noch keine Mannschaft gehabt, so eine lange Durststrecke. Egal, soll uns nicht interessieren. Wir haben die Mission geschafft und bekommen $15,000 dafür. Nette Sache. Wobei weniger das Geld wichtig ist, sondern vielmehr die Anerkennung von Salvatore Leone. So, und jetzt muss ich sagen, weiß ich gerade nicht. Wo ist denn hier Norden? Ich blick gerade gar nicht durch. Wir schauen natürlich nach Westen. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Aber Moment, ich bin total verwirrt gerade. Doch, jetzt schauen wir nach Osten. Okay. CJ? Was geht ab mit dir? Keine Ahnung. Gut, schauen wir mal, ob hier drüben vielleicht irgendwie direkt eine Öffnung ist. Das wäre sehr schön. Dann kann ich mir nämlich sparen, jetzt erst wieder durch das ganze Flughafengelände latschen zu müssen. Aber ich glaube, sieht schlecht aus. Da müssen wir wohl doch ein bisschen latschen. Oder alternativ nochmal in den Flieger steigen und damit über das Rollfeld düsen. Ach ja. Man könnte ja hier auch ein Auto hinstellen oder sowas. Aber hey, was soll's. So, dann lass nochmal hier fahren. Ich muss sagen, ich mag das Flugzeug hier. Es gibt wirklich weitaus schlimmere. Ist das eine Öffnung? Ja, das ist der Eingang. Sehr gut. Okay. Ich passe da durch. Mach auf. Mach auf. Hallo? Ich werde nicht mehr rausgelassen. Ist ja geil. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Flugzeugschnauze da im Tor steckt. Allerdings scheine ich da jetzt auch nichts mehr machen zu können. Das ist ja sehr spannend gerade. Ja, die Maschine steckt fest. Wahnsinn. Ich komme da nicht raus. Geile Sache. So, aber wir könnten da vielleicht was tun. Da lässt sich wahrscheinlich was machen. Lauf! Okay, jetzt haben wir 2 Sterne. Das ist jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Maschine sich raussprengt aus dem Tor, in dem sie gar nicht drin steckt. Aber hey, was soll's.